Neue Küche, neues Glück. Post-Workout-Meal. 300 Gramm Basmati, 300 Gramm Chicken, ordentlich Gemüse. That's what's up. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. Yo, Leute. Ich habe gerade eine kleine Bestellung bekommen. Und ich möchte euch die mal nicht vorenthalten, sage ich jetzt mal. Weil es sind mal zur Abwechslung fast keine Supplements dabei. Also ich habe übrigens die Sachen gekauft. Das ist jetzt kein Geschenk wieder, kein Unboxing-Video des klassischen Sinns. Das sind alles Sachen, die ich mir geholt habe, die ich zum Teil schon kenne und die ich zum Teil neu ausprobiere. Und ich möchte damit, mit diesem Video eigentlich mal wieder zeigen, dass ihr als Trainierender, als Bodybuilder nicht immer nur auf Supplements fixiert sein solltet, sondern auch mal ein bisschen euer Essen aufzupeppen, Neues auszuprobieren, euch auch ein bisschen Spaß an richtiger Nahrung zu machen. Weil was ich immer wieder sehe, ist vor allem auch Anfänger und Leute, die einfach sich nur auf diese scheiß Pülferchen fixieren, denken, das ist der heilige Gral zu den Muskeln, aber dann essen sie ihre Pute und braten die einfach ohne richtig zu würzen, einfach ohne Spaß, essen Gemüse, ohne wirklich das Ganze schmackhaft zu machen. Und ich finde einfach, so kann man langfristig den Lifestyle, Bodybuilding, Muskelaufbau kann man nicht leben. Also ich zeige euch jetzt mal, wie das hier aussieht. So, fangen wir an. Bisschen Kokosnusswasser. Das findet man leider in Deutschland so gut wie nirgends. Also das müsstet ihr fast aus den USA bestellen, denke ich mal. Dann habe ich mir hier eine belgische Schokolade geholt. Einfach mal zum Gucken, wie die so im Vergleich zu Schweizer Schokolade ist. Die Nährwerte sind natürlich entsprechend High Fat. Also jetzt für 31 Gramm reichen, hat man 11 Gramm Fett. Also das wird sicher so als Dessert sein, aber es kann man auch in die Macros einrechnen, wenn man es richtig macht. Dann, was ich immer in den USA gegessen habe, das ist sicher nicht schlecht, dafür ab und zu mal, ist Go Lean. Das Zeug hat so gut wie gar kein Fett. Das ist so eine Cereal. Und ist jetzt ein bisschen teurer gewesen, weil ich es bestellt habe, aber guck mal, 1 Gramm Fett nur und richtig ordentlich gute Fibers, also 10 Gramm Fiber pro Portion. Richtig gutes Zeug. Und ja, das würde ich mir jetzt nicht in hohen Mengen kaufen, weil es dann halt einfach zu teuer wird. Aber es ist einfach mal eine kleine Abwechslung. Dann hier Coconut Flour, da habe ich mir zwei verschiedene geholt. Also das ist Kokosnussmehl. Ich habe schon mal eins gehabt. Das sind jetzt nochmal zwei andere. Und damit mache ich mir neuerdings den Polska Cake. Also nicht eine große Menge, nur so 15, 30 Gramm davon. Macht nochmal einen ganz speziellen Touch und hat ein bisschen weniger Kohlenhydrat. Das ist für die Leute, die vielleicht mal eine Low Carb Diät planen, nicht schlecht. Vor allem, weil es auch sehr sättigend wirkt. Es ist sehr hoch in den Nahrungsfasern. Also mit so einer Portion habt ihr direkt 25% eurer täglicher Nahrungsfasern habt ihr gedeckt. Dann habe ich mir hier diversen Tee geholt. Hier noch so ein spezielles Tässchen. Da kann man so den Tee direkt reinmachen. Richtig geil. Das war gerade Aktion. Da habe ich mich richtig überreden lassen. Aber hier der Tee. Seht ihr, da haben wir einmal meinen Lieblingsgrüntee, den ich schon kenne. Dann haben wir hier, was ist das? Orange, der muss sicher auch gut sein. Ah, das ist mein Lieblingsgrüntee hier, Golden Mango. Und das ist der Ginger Honey. Da haben wir Mandarine, Orange, Strawberry Tea und noch einen Yogi-Tee. Den sollten die meisten von euch auch schon kennen. Das ist Blueberry Slim Life, so scheinbar appetitzügelnd wirken. Dann meine Lieblingsgewürze, Mr. Dash. Absolut geiles Zeug, ich sag's euch. Einmal für Huhn und einmal für Gemüse und so ein allgemeines mit Knoblauch. Das sind die Dinger, die sind absoluter Hammer, haben kein Salz drin und kann ich sehr empfehlen. Dann hier zwei meiner Lieblingssupplements von NOW, Full Spectrum Minerals. Also dieses Produkt, das nehme ich seit gut 3 Jahren und ich schwöre drauf, weil wie ihr wisst, ich nehme kein Multivitamin und aus dem Grund wegen dem Vitamin B und hier habt ihr wirklich alles drin, was ihr braucht. Das Einzige, was ein bisschen kritisch ist in meinen Augen, ist das Eisen. Eisen ist gerade ein bisschen sehr hoch dosiert hier drin. Also es würde, denke ich, auch reichen, nur eine Tablette zu nehmen pro Tag für die meisten Leute. Also Eisen würde ich jetzt für eine 70 Kilo Person würde ich es zu viel finden, wenn ihr hier direkt 2 Kapseln nehmt. Aber es ist empfohlen, 2 Kapseln zu nehmen. Und mein Ultra Omega 3. Das nehme ich meistens von MyProtein. Jetzt, momentan ist es mir direkt ausgegangen. Ich habe gerade keine Bestellung gehabt. Habe es vergessen zu bestellen, das habe ich mir von NOW geholt. Einfach hochkonzentriertes Omega-3. Finde ich persönlich um einiges geiler, weil man dann einfach nur 3 Kapseln braucht, statt 8 oder 6 oder 7. Also jetzt auf meinem Gewicht und für meinen Bedarf als Sportler. Und hier noch was. Scharfe Soße und
richtig geiler Pfeffer bzw. Red Pepper, das ist so ein Chili. Bisschen scharf das Zeug machen. Und hier haben wir Vanilleextrakt, Stevia, beziehungsweise, nee, ist glaube ich sogar ohne Stevia. Das habe ich mir auch für den Posca Cake geholt, mal ein bisschen was reinzumachen. Mal gucken, no sugar added. Was ist da drin? Ich glaube, das ist nur Organic Vanilla Bean und Organic Alcohol. Also ihr seht, alles schön bio hier. Richtig geiles Zeug. Ich freue mich richtig, das auszuprobieren. Und ich kann euch wirklich empfehlen, in Zukunft euer hart verdientes Geld mal ein bisschen weniger in irgendwelche Pulver zu investieren, mal wirklich nur das Nötigste zu kaufen. Ich finde es immer wieder lustig, zum Beispiel all die Leute, die am Bulken sind in der Massenphase, und dann nehmen sie BCAA-Caps und so Geschichten oder so, oder Glutamin-Caps. Wenn man Glutamin nimmt, dann nimmt man es in hohen Dosen im Pulver. Und allgemein die Erfindung Glutamin-Caps, also ich verstehe nicht, wer Glutamin in Kapseln kauft. Weil dann müsstet ihr ja 15 Kapseln nehmen jeden Tag. Also wie gesagt, das sind einfach alles so Geld, dass ihr lieber mal in richtiges Essen investiert, in gute Sachen, die euer Essen aufwerten, die euch Spaß machen, damit ihr länger Freude habt. Und dann müsst ihr auch nicht immer die gleiche Scheiße essen jeden Tag. Man kann es ein bisschen spezieller machen. So. Und schlussendlich, wie gesagt, Chicken ist Chicken. Also Huhn ist Huhn, aber wenn man es mit 10 verschiedenen Gewürzen würzen kann, jeden Tag was anderes, dann wird es auch nicht langweilig. Also macht euch selber einen Gefallen. Checkt das ab und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Peace out.